Servus, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute auf Instagram nämlich eine Umfrage gestartet, was das nächste Video sein soll. Ihr hattet die Wahl zwischen Spindvideo und Q&A zum Thema Schwangerschaft. Es war ziemlich eindeutig, ihr wolltet das Q&A zum Thema Schwangerschaft. Ihr wollt einfach Antworten auf die meistgestelltesten Fragen und ich verstehe es ja auch. Ich habe ja da schon so ein bisschen eine Spannung reingebracht und habe euch ja einiges noch nicht verraten. Ja, deswegen, here we are. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe jetzt hier mein Handy vorbereitet. Ich habe vor längerer Zeit schon einen Fragensticker reingepackt in die Story, wo ihr die Möglichkeit gehabt habt, Fragen zum Stellen. Es waren natürlich ganz, ganz viele gleiche Fragen dabei. Fangen wir einfach mal an mit der häufigst gestelltesten Frage. Und zwar, in welcher Woche bist du, beziehungsweise in welchem Monat bist du? Ich habe einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht, mich in das Ganze hineinzufinden, bevor ich da irgendwie gleich alles ins Internet stelle oder öffentlich mache. War der erste Schritt, das euch mitzuteilen und mittlerweile habe ich immer mehr Bock drauf, euch Informationen zum Geben, euch zum Erzählen, wie das so ist. Und also jetzt gerade momentan, wir haben halt Mittwoch und ich befinde mich jetzt momentan in der 20. Schwangerschaftswoche, ganz genau 20 plus 4, also ich komme am Samstag schon in die 21. Woche. Oh mein Gott, krass ist das einfach, es ist schon Halbzeit, ich konnte es einfach gar nicht fassen, es ist schon crazy. Dann käme wir vielleicht zu einer Frage, die wo da ganz gut dazu passt, die ist auch ziemlich oft gestellt worden und zwar: Hast du es sofort gemerkt, dass mit deinem Körper etwas anderes ist? Also ganz viele wollten einfach auch wissen, wann ich von der Schwangerschaft erfahren habe, wann ich es bemerkt habe. Es war tatsächlich so, ich selber habe eigentlich nichts gemerkt. Ich habe einfach meine Tage nicht bekommen, habe dann ein paar Tage gewartet. Das war zum Zeitpunkt, ich habe euch vielleicht auch erzählt, dass der Dezember ja nicht so ein einfaches Monat war. Ich dachte mir dann vielleicht einfach, das ist auch wegen dem Stress. Und nach ein paar Tagen habe ich halt dann doch einen Test gemacht. Und ja, was soll ich sagen, der war dann positiv. Also es ist gar nicht so eine crazy Story. Und da war ich tatsächlich erst in der 6. Woche. Also ich habe es ziemlich früh erfahren. Also früh erfahren es wirklich erst später. Und halt ein paar Tage später das beim Doktor abchecken lassen. Und da hat man dann auch schon den Herzschlag gesehen. Und noch eine sehr häufig gestellte Frage, so wann der Entbindungstermin ist oder wann das Baby heute kommt. So wie es ausschaut, ein September-Baby. Ich meine, man weiß ja nie, es kann ja immer ein bisschen später kommen, es kann ein bisschen früher kommen. Aber im September sollte es eigentlich zur Welt kommen. Eine weitere Frage war, ob das Baby geplant war, ob das ein Wunschkind war. Und ich habe euch ja schon öfters auch die Frage beantwortet, ob wir Kinder wollen. Und das war eigentlich auch schon immer so der Wunsch bzw. das Ziel. Also ich habe mir immer so ein Leben mit Kindern auch vorgestellt. Also ich war jetzt nie so der Typ, wo sagt, ich mag keine Kinder. Irgendwie ist es dann doch schneller gegangen wie erwartet. Deswegen war ich am Anfang schon so ein bisschen überrascht. Vor allem, weil das ja auch zu einer Zeit war, die wo einfach nicht so einfach war und wo ich nicht so damit gerechnet hätte. Aber an sich ist es schon ein Wunschbaby, ja. Auch noch eine Frage, wo sehr oft gekommen ist, und zwar, ob ich das Kind, das Baby später mal zeugen werde. Also ich denke mal, da ist gemeint, ob ich das in YouTube-Videos mit einbinde, ob ich das auf Instagram zeige. Also dazu kann ich jetzt einfach nur überhaupt nichts sagen, weil ich einfach auch gar nicht weiß, wie sich alles so entwickelt und wie ich vielleicht da dann auch dazu stehe. Das muss ich natürlich auch mit meinem Partner absprechen und wie gesagt, da weiß ich jetzt einfach auch überhaupt nicht, wie ich dazu stehe. Das muss ich einfach schauen, was die Zeit so bringt. Das war, ich glaube, die zweithäufigste Frage, ob wir uns das Geschlecht sagen lassen, beziehungsweise ob wir es schon wissen. Ich kann euch einfach auch eins sagen, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und teilweise auch etwas ungeduldig und
Ich kann es nie aushalten, dass ich mich da bei der Geburt überraschen lasse. Auch der Christian war da eigentlich dafür, dass wir uns das mal sagen lassen. An dem Tag, wo ich euch das Video hochgeladen habe, habe ich ja vorher schon gesagt, dass wir einen Arzttermin gehabt haben. Und bei diesem Arzttermin haben wir das Geschlecht von unserem Baby erfahren. Ich muss euch aber leider enttäuschen, dass ich euch jetzt noch nicht mitteilen werde, was wir erwarten. Ich weiß auch nicht, wann ich euch das mitteilen werde oder wie. Muss ich einfach schauen, was die Zeit noch so bringt. Unserem Umfeld haben wir es schon mitgeteilt. Also wir waren jetzt da von Anfang an nicht so die wo da jetzt um alles so ein Geheimnis machen, weil ich das auch gar nicht kann. Somit haben wir es so die Freunde und der Familie und so schon gesagt. Zu einer weiteren Frage, was den Namen betrifft, ob wir schon Namenswünsche haben, ob wir schon uns Namen überlegt haben. Also ich bin schon so ein bisschen am Listen führen. Ich habe auch schon so einen kleinen Favoritennamen. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis wir uns noch einig sind. Also wir haben schon so ein paar Namen, die uns beide sehr gut gefallen. Wir haben aber auch so ein paar unterschiedliche Namenswünsche. Deswegen schauen wir einfach mal, was da so dabei herauskommt. Kommen dazu YouTube-Videos, Schwangerschafts-Updates und so. Zu dem Thema seid natürlich auch ihr, meine Community, total gefragt. Deswegen würde es mich wirklich riesig freuen, wenn ihr einfach fleißig mal kommentiert, ob ihr da mitgenommen werden wollt. Einfach allgemein, ob euch dieses Thema Schwangerschaft und alles, was so dazugehört, ob euch das interessiert. Wenn natürlich da überhaupt kein Interesse besteht, dann lasse ich das einfach ein bisschen raus. Wobei, eins muss euch natürlich auch klar sein, die Tatsache ist einfach, dass ich jetzt schwanger bin und das kann ich ja nicht jetzt einfach wegdenken. Also es wird auf jeden Fall irgendwie ein Teil davor werden, wie oder was oder wie ich das einbaue, ausbaue. Das wird sie dann einfach zeigen. Eine total süße Frage. Kannst du es schon fassen, dass ihr wirklich ein Baby bekommt? Nein. Ich habe euch auch zu dem Thema, habe ich euch auf einem Instagram-Post oder in einem Instagram-Post schon ein bisschen was erzählt. Ich bin auch eher so der Typ weite T-Shirts und ja, es ist einfach mega crazy, mega spannend irgendwie. Aber wirklich komisch, wie man da so weiß, es wächst da ein kleiner Mensch in einem herbei. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin doch schon ein bisschen anders da, wie so die normalen Schwangeren vielleicht. Aber vielleicht empfinde ich das einfach auch nur so, das kann auch sein. Eine sehr häufige Frage, reitest du während der Schwangerschaft oder reitest du noch? Wirst du weiter reiten? Ja, ich reite weiterhin und ich reite immer noch. Ich bin seit Anfang an geritten, wo ich gewusst habe, ich bin schwanger und ich werde auch noch weiter reiten. Ich weiß, zu dem Thema wird es bestimmt ganz viele verschiedene Meinungen geben und es ist auch völlig in Ordnung. Die einen entscheiden das so, die anderen entscheiden es so. Meiner Meinung nach ist es einfach jedem seine eigene Entscheidung. Jeder muss da selber auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ganz wichtig. Ich hatte jetzt kein schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl oder Angst vielleicht, dass beim Reiten irgendwas passieren kann oder so. Deswegen habe ich für mich von vornherein entschieden, ich werde einfach weiterhin reiten, solange ich das für mich für richtig empfinde, solange ich kein schlechtes Gefühl habe, solange es mir gut geht dabei. Und ich denke, das ist immer so ein bisschen der richtige Weg. Man muss einfach selber auf seinen Körper und auf sein Bauchgefühl hören. Wenn ich heute mal einen schlechten Tag habe, dann werde ich mich auch nicht aufs Pferd setzen. Das macht man aber so oder so nicht. Also wenn ich jetzt krank bin und mich schlecht fühle, setze ich mich auch nicht aufs Pferd. Wenn ich Knieschmerzen habe, dann setze ich mich nicht aufs Pferd. Und ich bin ja auch nicht krank, gell? Also man darf man einfach nicht vergessen. Also es ist eine Schwangerschaft und ich bin einfach der Meinung, wenn es mir gut geht, dann geht es auch dem Baby gut und das übertragt sich ja alles auch aufs Baby und ich bin halt überhaupt kein ängstlicher Mensch. Ich mache halt einfach das, was ich für mich für richtig halte und wobei es mir einfach gut geht. Diese Thematik habe ich natürlich auch bei meinem Frauenarzt angesprochen. Ich habe dem das mitgeteilt und der hat da auch überhaupt jetzt keinen Einwand gehabt. Natürlich hat mein Frauenarzt dann gesagt, runterfallen war natürlich nicht so gut. Das ist mir aber auch sehr bewusst. Ich meine, ich reite jetzt schon so lang, ich habe die Pferde so lang
Und ich bin mir der Gefahr wirklich bewusst, was passieren kann. Aber ich bin der Meinung, es kann bei so vielen anderen Sachen auch was Schlimmes passieren. Ich habe mir mein Kreuzbandel beim Tanzen gerissen. Es passieren so viele Autounfälle. Also da kann man sich wirklich irgendwie zu Tode diskutieren. Und ich denke, man muss einfach das akzeptieren, wie sich die einer für was entscheiden oder dagegen entscheiden. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, ich werde das so lange machen, solange es mir gut geht. Irgendwann wird natürlich auch das Westernhorn vom Westernsattel ein bisschen in die Quere kommen. Deswegen habe ich jetzt also ein Reitpad. Und werde einfach schauen, was die Zeit so bringt und wenn es irgendwann nicht mehr geht oder wenn ich irgendwann vielleicht Schmerzen habe oder wenn sie es nicht mehr gut anfühlt, ja, dann werde ich halt auf Bodenarbeit umsteigen oder auf Spaziergänge. Wie hat sich dein Alltag bei und mit den Pferden verändert? Also es ist ganz oft gefragt worden, mein Alltag hat sich momentan eigentlich noch nicht so verändert. Ich übernehme weiterhin meinen Pferdedienst. Ich misst aus, ich richte einen Stall her, ich mache meine Stallarbeiten. Ich schleppe jetzt vielleicht nicht die 20 Kilo Futtersäcke, die lasse ich jetzt einfach von jemandem anders tragen. Und auch beim Hufschmiedtermin übernehme ich zum Beispiel die Fini nimmer, weil mit der Fini ist ja nicht immer so einfach, das habe ich eigentlich auch schon erzählt. Wie gesagt, ich bin ja nicht krank und deswegen werde ich einfach die Sachen weitermachen, die wo mir gut tun. Bei denen, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe, wie wird es mit den Pferden dann weitergehen? Beziehungsweise es ist auch ganz oft gefragt worden, wie ich das dann später managen möchte mit Baby und Pferde und Stall und Arbeit und so. Ja, also ich sage es euch ganz ehrlich, die Pferde bleiben natürlich. Ich glaube, einmal ist sogar gefragt worden, ob ich die Pferde dann verkaufe. Die Pferde sind mein Leben. Mein Leben geht ja weiter. Mein Leben ist ja jetzt nicht vorbei. Auch mein Pferdeleben, mein Reiterleben wird weitergehen. Es werden sich natürlich die ein oder anderen Dinge ändern. Es wird ein bisschen eine andere Organisation erfordern. Das ist natürlich ganz klar, wenn man da so ein kleines Baby dann da hat. Aber an sich wird es alles so bleiben, wie es ist. Nur auf eine andere Art und Weise halt. Ich meine, es ist ja auch Unterstützung da, meine Eltern sind da, mein Freund ist da, wir machen das ja jetzt auch irgendwie immer so ein bisschen zusammen und ja, so wird es dann auch weitergehen. Also ich bin auch schon so ein bisschen der Meinung, das ist definitiv auch eine Einstellungssache, wie man einfach an das Ganze herangeht vielleicht. Also vielleicht, es wird bestimmt Zeiten geben, wo alles nicht so einfach ist. Also ich möchte jetzt das, möchte ich auch gar nicht bestreiten, weil jetzt ein Baby dann da ist, heißt es ja nicht, dass alles andere aufgegeben werden muss. Das möchte ich eigentlich dazu sagen. Also das ist so meine Einstellung. Es wird sich zeigen, wie das dann ist, aber die Pferde bleiben natürlich. Bist du auch direkt in einem Beschäftigungsverbot durch die Corona-Situation? Zwar bin ich schon relativ lange im Beschäftigungsverbot, das hat aber rein gar nichts mit Corona zu tun. Also in meinem Beruf ist es einfach so, beziehungsweise da, wo ich arbeite, da ist es von vornherein so, sobald du deinem Chef mitteilst, dass du schwanger bist, gehst du ins Beschäftigungsverbot. Das hat einfach verschiedene Gründe. Ich habe das Anfang Februar meinem Chef mitgeteilt und seit da bin ich auch schon zu Hause. Muss man sich auf jeden Fall schon erst daran gewöhnen. Also ich habe da schon ein bisschen gebraucht. Natürlich kann man die Zeit genießen, wenn man daheim ist. Ich meine, mit dem Pferd bin ich immer beschäftigt. Aber wenn man seine Kollegen dann nicht mehr sieht und wir haben ein relativ enges Verhältnis, also wir sind eigentlich befreundet, dann ist das irgendwie schon sehr komisch. Und da habe ich schon so ein bisschen zum Kämpfen damit gehabt. Gott sei Dank, Leute, ich kann euch sagen, Gott sei Dank habe ich meine Pferde. Wenn ich die Pferde nicht hätte, also ich wüsste nicht, was ich dann die ganze Zeit machen darf. Also ich putze schon und man räumt auf, man mistet aus, aber man macht das ja nicht 7 Tage die Woche. Das natürlich zu meinem Beschäftigungsverbot, wo ich ganz viel Zeit für ganz viele schöne Dinge habe, dass da dann Corona dazu kommt und eine Ausgangsbeschränkung. Wer hätte das gedacht? Ich habe mir schon auch gedacht, jetzt geht es nochmal in Urlaub irgendwann und wir unternehmen Sachen und ja, dass das natürlich dann so kommt, dass man dann wirklich nicht einmal nur die Freunde treffen darf. Jetzt hätte ich so viel Zeit, mich mit meinen Freundinnen zum Treffen und
Man darf einfach nichts. Das ist schon echt ein bisschen short, es ist sehr ärgerlich. Vor allem, ich kann ja viel wichtige Dinge, zum Beispiel, ob mir ein Jungen oder Mädchen kriegen, habe ich meine Freundinnen gar nicht persönlich mitteilen können, sondern über FaceTime. Und das ist dann schon echt sehr, sehr schade. Aber gut, so ist es, werden auf jeden Fall wieder bessere Zeiten kommen. Eine weitere Frage, die wo ich manchmal gar nicht so wirklich zuordnen habe können, war wirklich, also die ist wirklich so oft gekommen, ob das Kind später mal ein Pferd oder ein Pony bekommt. Ich weiß ja gar nicht, welche Interessen das Kind mal entwickelt. Das Kind, nur weil ich pferdebegeistert bin und das Reiten liebe, heißt das nicht, dass es mein Kind mal macht. Weil oft ist so, wenn man die Sachen vor der Haustür hat, dann schaut man das nicht wirklich an oder man entwickelt einfach nicht so die Interessen. Also ich möchte eigentlich nicht mein Kind in irgendeine Richtung pushen. Das darf das mal machen, was es gerne machen möchte. Momentan haben wir zwei Pferde. Sollte das Kind reiten wollen, dann darf das natürlich reiten. Ich kann das Kind auf beide Pferde draufsetzen, die haben beide mega brav. Und zwei Pferdedinge reichen da auf jeden Fall aus. Und wenn es irgendwann einmal ein eigenes Pferd möchte, dann reden wir da vielleicht im Alter von, keine Ahnung, das dauert auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Ich möchte auf jeden Fall unser Kind in jeder Richtung unterstützen und versuchen, so viel wie möglich zu ermöglichen und zu bieten. Fühlst du dich soweit gut oder hast du auch Übelkeit oder so? Alles Gute für euch beiden. Vielen, vielen Dank. Also ich möchte es wirklich nicht verschreien. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Mir geht's wirklich total gut. Also vor Anfang an eigentlich. Vielleicht war ich die erste Zeit ein bisschen sensibel und ein bisschen weinerlich. Ein bisschen überfordert mit allem, aber an sich ist mir vor Anfang an sehr, sehr gut gegangen. Ich habe keine Schwangerschaftswehwehchen gehabt oder entwickelt. Ich hatte weder Übelkeit, also ich habe weiterhin so Appetit gehabt. Ich habe jetzt aber auch keinen komischen Appetit, also ich habe jetzt keine so komischen Gelüste. Das ist wirklich bei mir alles relativ normal. Manchmal merke ich ja gar nicht, dass ich schwanger bin. Hört sich crazy an, gell? Mein Bauch ist wirklich nur relativ klein, wobei ich wirklich über das, wo ich wirklich sehr, sehr froh bin, weil dann habe ich nur meinen Freiraum ein bisschen besser. Und aber das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche, die haben wirklich schon relativ früh einen sehr großen Bauch. Hast du irgendwelche Ängste? Die passt irgendwie gut zur vorherigen Frage. Ängste habe ich irgendwie gar nicht so wirklich. Vielleicht irgendwann, wenn ich so an die Geburt denke, das ist jetzt nicht so mein Thema. Aber deswegen werde ich mir da einfach gar nicht so viel Gedanken machen. Das einfach auf mich zukommen lassen. Ich lebe einfach von Woche zu Woche. Und ja, ich bin jetzt einfach gerade in der 20. Woche und was in 3 Monaten ist, keine Ahnung, wie es mir da geht. Wahrscheinlich habe ich da so eine Kugel und es ist 40 Grad draußen und ich werde nicht mehr wissen, wie ich mich bewegen soll. Das kann ja alles sein, aber deswegen bin ich jetzt einfach gerade momentan in der jetzigen Woche und mache mir einfach nicht so viel Gedanken. Ich google nichts, ich darf auch nichts googeln. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und ich bin, wie gesagt, jetzt auch nicht so der Typ, wo sich so einen Stapel Babybücher kauft. Machst du Therapieunterricht noch? Also die ersten Fragen habe ich ja schon beantwortet, aber zum Thema Therapieunterricht, ja, also eigentlich mache ich das nur weiterhin, aber durch die Corona-Situation momentan liegt es natürlich auch brach. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wann es weitergeht, wann ich wieder anfangen darf, aber an sich werde ich das nur weiterhin machen. Ich kriege ganz, ganz viele Fragen von meinen Freundinnen. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe die schon sehr, sehr lange alle nicht mehr gesehen. Und die fragen ganz viele Fragen, die wo ich auch schon beantwortet habe. Julia möchte wissen, wie ist das für Christian Papa zu werden? Ja, ich denke, beziehungsweise es ist wirklich so, der freut sich wirklich richtig und unterstützt mich auch in allem. Und ich denke, das wäre der ganz, ganz gute Papa. Nur eine Freundin möchte wissen, isst du jetzt mehr? Es gibt ja einen Mitbewohner.
Ich glaube, ich habe schon immer für zwei gegessen, also von daher hat sich nicht so viel geändert. Thema, bereitest du dich auf die Geburt vor? Nein, momentan nicht. Habe ich jetzt gerade auch nicht so vor, weil dann muss ich nur über das mehr nachdenken. Und mir geht es einfach besser, wenn ich so von Woche zu Woche lebe. Das habe ich ja vorher schon kurz beantwortet. Wird es eine Hausgeburt geben? Nein. Spürst du schon Tritte? Vielleicht so kleine Zuckungen, glaube ich, vielleicht. Vielleicht putte ich es mir aber noch ein, ich weiß nicht. Ich bin so lange geritten, bis ich nicht mehr aufs Pferd komme. Das finde ich ist ein super toller, genialer Abschluss. Ich denke, so werde ich das auch mal. In diesem Sinne möchte ich dieses Video hiermit auch beenden. Ich hoffe natürlich, ihr habt ganz viele Fragen von euch beantworten können. Ihr dürft mir weiterhin natürlich gerne eure Fragen schreiben. Ihr wisst, ich freue mich immer total, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich beantworte eigentlich jeden Kommentar. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr weiterhin mit der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Pfiat euch!